Wir sind jetzt ganz im Osten von Montenegro. Und zwar am Fuß der nordalbanischen Alpen. Da gibt es einen kleinen, Amerika-verliebten Ort namens Gusinje. Hierhin verirren sich kaum noch Touristen. Und selbst mein montenegrinischer Gastgeber Šuco war noch nie in dieser Ecke seiner Heimat. Das ist es? Ja, dieses Hotel. Hotel Rossi? Hotel Rossi. 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 Hotel Rossi. In unserer Sprache ein S ist wie Deutsch zwei S. Rossi. Gusinje liegt im Dreiländereck zum Kosovo und zu Albanien. Von hier aus wollen wir die Gegend erkunden. Dazu haben wir einen Bergführer angeheuert, der uns mit seinem riesigen Auto abholt. Das ist Suvdija, genannt Suvdo. Und das ist unser Auto? Ja, oh, cool. Passen wir da alle rein? Klar passen wir. Šuco macht den Anfang, dann das Drehteam und ich darf nach vorne. Marius, geht das? Also hier vorne ist gemütlich. Und los geht's. Unser Bergführer Suvdo bringt uns mit seinem Geländewagen ins Prokletje-Gebirge. Sehr cooles Auto. Er macht das hauptberuflich, denn er liebt es, Wanderern seine Berge zu zeigen. Prokletje bedeutet übrigens so viel wie verwunschenes oder verbotenes Gebirge, weil man da früher besser nicht hingegangen ist. In den Bergen verlief die Grenze zwischen dem Morgen- und dem Abendland. Und da gab es eben öfters mal Ärger. Unser Ziel ist ein mystischer Bergsee auf über 2000 Metern. Ja, Entschuldigung. Beim Aufstieg erfahre ich, in Montenegro erklärt sich jeder einer Volksgruppe zugehörig, auch wenn laut Pass alle Montenegriner sind. Bergführer Suvdo ist zum Beispiel erklärter Bosnier, während sich Šuco als Albaner erklärt. Zwischen den Lektionen werde ich mit Waldfrüchten versorgt. Ja. So. Ist gut für dich. Okay. Vitamin C. Der Kameramann braucht auch etwas Vitamin C. Nur eine. Voila. Das ist die schönste Wanderung meines Lebens. Suvdo entdeckt an jeder Ecke ein neues Leckerli. Was kommt jetzt? Blaubeeren. Blaubeeren? Oh. So lockt er mich den ganzen Berg hoch. Das ist so toll mit ihm im Wald. Die Wanderung bekommt immer mehr Unterhaltungspotenzial. Denn jetzt erzählen sie mir von einem ganz üblen Klischee. Ja, und so. Also Julia und die montenegrinische Frau. Jetzt bist du echte montenegrinische Frau. So Bergfrau. Montenegrinische Bergfrauen sehen so Bergfrau aus. Ja, Gerüchten zufolge tragen manche Frauen hier wirklich einen Schnurrbart. Ich habe aber nicht eine gesehen. In letzter Zeit gab es in Montenegro viele Waldbrände. Deshalb schaut Suvdo hier oben immer genau nach seinen Bäumen. Und tatsächlich, einer von ihnen schwelt. Also opfern wir bereitwillig unsere letzten Wasservorräte zum Löschen. Gibt es was? Die können wir ja dann am Ziel wieder auffüllen. Der See kann auch wirklich nicht mehr weit sein.
Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich hatte mir den irgendwie anders vorgestellt. Das ist der See. Das ist ein Witz jetzt, oder? Ja. Das ist ja. Was? Für den See sind wir jetzt stundenlang gelaufen. Ja. Es ist Scherz. Sehr witzig. Das war ein guter Scherz. Der richtige See ist noch zwei Ecken weiter. Und jetzt weiß ich, jeder Schritt hierhin hat sich gelohnt. Wow. Der Chretsee ist so etwas wie eine Art Pilgerstätte. Die Einheimischen sagen auch Glückssee. Mythologische Wesen, Feen, haben hier sozusagen gespielt und leben in diesem See. Und den Frauen bringt dieser See Glück. Denn die können hier etwas lassen, zum Beispiel ein Juwel oder etwas. Also. Oh. Zum Beispiel diejenigen, die keine Kinder haben können. Mhm. Also dieser See wird in der Zukunft Glück bringen. Und das stimmt wirklich? So sagt Suvdo. Es ist sehr wichtig, dass sie badet, aha, auch etwas wirft. Aber später kommen Rangers und alle. Und dann bringt es den Rangern sauber. Glück, die Edelsteine und so. Und der Ranger, die macht da noch das Rätsel. Aber wird man auch glücklich, wenn man einfach hier so sitzt und seine Füße ins Wasser hält? Das probiere ich mal aus. Susu, was ist mit dir? Willst du nicht glücklich werden? Ich habe schon zwei Kinder. Oh, es funktioniert. Kaum sind meine Füße im Wasser, bin ich auch schon glücklich. Wahnsinn! Das ganze Glück nehmen wir mit ins Tal zurück. Bis nach Gusinje. Unten im Tal hören wir mehrmals am Tag den Uezin. Also wollen wir die Moschee filmen. Und ich frage mich gerade, ob die das wohl vom Band abspielen oder ob wirklich jemand fünfmal am Tag singt. Allahu Akbar, Allah. Kommt ein Typ und möchte wissen, ob wir mal rein wollen. Es stellt sich heraus, er ist der Imam. Nach dem Gebet gehen wir rein. Ja, auch ich, als Frau. Chucho kennt das alles, er ist ja selber Moslem. Eigentlich dürfen Frauen nur ins Obergeschoss. Aber jetzt ist kein Gebet. Da drückt der Imam ein Auge zu. My name is Alan. Der Imam stellt sich vor und erzählt, dass er erst nach der Scheidung seiner Eltern von Mazedonien nach Gusinje gekommen ist, in den Geburtsort seiner Mutter. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass man ihm das Imam-Sein so gar nicht ansieht. Und seine Antwort ist ein Vergleich mit Fußballfans. Da hat man ja auch nicht jeden Tag das Trikot seiner Lieblingsmannschaft an. Aber die Liebe trägt man trotzdem im Herzen. Jetzt will ich wissen, wo er singt. Früher, sagt er, musste man auf das Minarett klettern. So you just go there to the microphone? Aber heute macht er das von hier unten. Fünfmal am Tag ruft er über Lautsprecher zum Gebet. Das will ich natürlich mal in echt hören. Er ist noch nie dabei gefilmt worden. I could do my best.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Frage geklärt, hier wird live gesungen. Wow, thank you. Thank you very much. And thank you for. Ich bin begeistert, aber das dicke Ende kommt erst beim Rausgehen. Der Imam kriegt die Bundesliga nicht aus dem Kopf. Er möchte unbedingt eine Grußbotschaft an sein Lieblingsteam loswerden. Er liebt also Bayern München. Ob das schlimm ist, will er wissen. It's okay. There are many good teams, you know. Ich denke, es ist eine Glaubensfrage. You like Bayern Munich, that's totally fine. Der Imam ist Bayern München-Fan. Ich fasse es nicht. Bayern München ist so beliebt hier in Montenegro. Eine andere Glaubensfrage ist anscheinend auch die über den Zimmerservice in unserem Hotel. Ich lerne, dass man sich saubere Handtücher hier bei Bedarf selbst organisiert. Auf dem Hotelflur. Mhm. Lustig. Da kann man sich hier ein frisches Handtuch nehmen. Ja. Ja, die sind sauber. Sauber vielleicht, in der Hauptsache aber sind sie nass. Das ist sauber. Achso, die sind schon sauber, aber die trocknen jetzt. Die trocknen jetzt und dann, wer möchte, also kann. Der Hotelbetreiber möchte eben nicht im Zimmer stören. Ich finde das sehr rücksichtsvoll. Riecht auch ganz frisch. Ja. Sehr schön. In Gussinje steht die Moschee gleich neben dem Weißen Haus. So soll das Gemeindehaus, das gerade restauriert wird, nämlich mal aussehen. Die Liebe zu Amerika besteht nicht ohne Grund. 9 von 10 Gussinjern sind ausgewandert. Und viele von ihnen leben in New York, Boston oder Chicago. Aber einmal im Jahr kommen alle ausgewanderten Gussinjer zurück und treffen sich hier in der Heimat. Dann herrscht für 3 Wochen amerikanische Volksfeststimmung. Die haben wir leider knapp verpasst. Aber im nächsten August kommen sie ja wieder. Und dann fahren alle zu den Ali-Pascha-Quellen. Die Quellen sind gleich um die Ecke von Gussinje und werden jeden Sommer zum Schauplatz des großen Wiedersehens. Früher hatten sie noch eine andere Funktion. Bevor es das Internet gab, ist nämlich so mancher Exil-Gussinje im Sommer hier auf Brautschau gegangen. Die haben im Sommer ihre Ferien und hier kann man also eine Ehefrau, einen Ehemann finden. Das heißt, das ist auch noch Heiratsmarkt hier. Ja. Wie ein Heiratsmarkt. Also die nehmen dann also die Leute mit und fahren gemeinsam zurück nach Amerika. Und dann gibt es also mehr Leute, die in Vereinigten Staaten leben als hier. Verrückt. Wir fahren jetzt wieder ein Stück ins Landesinnere von Montenegro und besuchen die Vranjak-Alm im Nationalpark Biogradska Gora. Dobar dan. Julia. Der Wirt Dragan und seine Frau versorgen hier vor allem Wanderer. Fürs Wandern ist uns aber das Wetter zu schlecht. So schlecht, dass Dragan sogar die Läden geschlossen hat. Das kann er auch aufgemacht, aber wegen Wind also ist es besser zuzumachen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, da verpasse ich auch nichts, oder? Heute? Ja. Nicht.
Die Hausherrin Wesselinka pendelt zwischen dem Haus und der Außenküche hin und her. Aha, da folge ich mal der Hausfrau. Da kann ich bestimmt was helfen. Ach, der kommt da rein. Hier kommt er rein. Chuchu kriegt eine Extrawurst, weil er ja kein Schweinefleisch isst. Wesselinka und ich können uns super verständigen. Ja? Klappt's mit. Perfekt. Wie heißt das? Wiluschka. Wiluschka. Da. Wiluschka. Da. Alles klar. Und soll ich schon drehen? Da, necke. Oder später, Josch, ja? Necke, Josch. Was hat sie jetzt gesagt? Die Höhe macht müde. Wir sind auf 1400 Metern. Ich glaube, ich gehe mal an die Luft. Blöde Idee. Gori! Oh! Entschuldigung! Entschuldigung! Gori! Ich habe nicht aufgepasst. Schlimm! Das ist noch, das merkt ihr so sogar. Zirna. Zirna. Zirna heißt schwarz. Zirna. Jetzt ist es schwarz. Wir machen noch ein bisschen Käse oben drüber, dann sieht er das gar nicht. Entschuldigung. Thank you. Es wird gut. Thank you. Ah, da nicht für. Das war einfach. Mal sehen, was Chuchu zu seinem Essen sagt. Das haben wir gekocht. Für dich. Von Herzen. Von Herzen. Für dich. Das Schwarze, das... Okay, mach nichts. Das war ich nicht, das war sie. Mach nichts. Damit habe ich mich für eine Weiterbildung im Gastrobereich doch eindeutig qualifiziert. Gleich nach dem Abendessen machen wir etwas, wofür die montenegrinische Hausfrau normalerweise nachts aufsteht. Peter. Soll ich die waschen? Nebenbei lerne ich montenegrinisch. Polako. Polako, ale nicht jokiować. Wutzi, da bin ich. Wutzi, da muss ich was machen. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Es soll so groß sein wie der Tisch. Yeah. Löcher sind verboten. Wesselinka. Chuchu gibt schlaue Tipps vom Spielfeldrand. Das liebe ich ja besonders. Jetzt mache ich es also zu schnell. Aber sie ist doch viel schneller als ich. Ja, aber sie ist also sehr präzise. Wie darf ich denn das verstehen? Die kann das so mit zugemachten Augen machen. Mit zugemachten Augen. Ich weiß also diesen Prozess sehr gut. Du weißt diesen Prozess sehr gut? Hast du es schon mal gemacht? Nee, ich habe nicht, aber ich habe 100 Mal meine Frau gesehen, die das macht. Ach so, ja. Na dann. Jetzt wird sie richtig wie so ein Wollknäuel. Eigentlich wird das erst am frühen Morgen gemacht. Aber bei meinem Tempo würde ich ja niemals bis zum Frühstück fertig werden. Da machen wir noch ein Croissant draus. Der Rest wird zusammengefaltet. Dann kommt die Füllung. Das macht Spaß. Die besteht aus Kartoffeln und Knoblauch. Oder Käse und Spinat. Und wie finden wir das? Das ist doch super geworden jetzt hier. Das ist doch richtig. Bravo, Nanga. Ha! Super. Du hättest es gar nicht gemerkt. Am nächsten Morgen habe ich wieder Dienst am Herd. Diesmal lasse ich nichts anbrennen. Und wenn die Zicklein draußen Tango tanzen. Ich pass auf hier. Passiert nichts. Ich wende. Und kurze Zeit später. Jetzt, Achtung, jetzt. Mein Werk. Und? Gut. Mosch. Hoffentlich schmeckt es jetzt auch. Pita? Ja? Isst man mit Joghurt. Mit Joghurt. Ja. Mhm.
Guten Appetit. Jetzt will ich aber auch gelobt werden. Und? Was sagst du? Einfach, aber perfekt. Also das ist also ein echt montenegrinischer Frühstück. Dragan und Veselinka müssen jetzt leider wieder ohne meine großartige Hilfe auskommen. Denn wir ziehen weiter. Ich muss ja noch auf anderen Almen aushelfen. Die Alm Golesch liegt auf 1630 Metern im Nationalpark Biogradska Gora. Auch hier will ich mich ein bisschen nützlich machen. Gerade bekomme ich von Almchef Ranko meine Suite zugewiesen. Oh, hübsch. Mein einheimischer Gastgeber Schucho bekommt das Nachbarhäuschen. Die Alm gehört Ranko und seiner Frau. Sie arbeiten hier von früh bis spät und leben vom Tourismus und vom Käseverkauf. Hier wird gekocht. Slobodanka, genannt Sloba, verbringt fast ihr ganzes Leben in der winzigen Almküche. Denn wenn sie nicht gerade melkt, backt sie Brot und verarbeitet zweimal am Tag die frische Kuhmilch. Was ist das? Stein doch. Unter dem Stein wird ganz junger Käse gepresst und gesalzen. Ach, da drunter ist der Käse? Drunter ist Käse. Und wenn der fertig ist, bekommt sie dafür pro Kilo 6 Euro. Diese kann man auch essen. Den kann man auch essen. Der ist ganz frisch. Für ein Kilo Käse braucht sie 7 bis 8 Liter Milch. Da helfe ich ihr doch. Sloba nimmt mich als Praktikantin an. Wir wollen Kaçamak machen, eine Spezialität. Ja, aber wir zusammen? Ja. Ich will das lernen. Okay, wann muss ich denn kommen zum Arbeitseinsatz? So hat er einen Plan. Jetzt hat der Chef aber ein Machtwort gesprochen. Also halb 7 Abendessen. Wir essen bis 7, nach 7 Kühe melken. Okay, weil ich bin ja ein bisschen langsamer als die Montenegrinerin, ne? Das muss die Chefin dann verantworten. Chefpizza Sloba weist mich in den Küchendienst ein. Jetzt? Los! Denn heute lerne ich, wie das beste Bergsteigeressen aller Zeiten gemacht wird. Salz, ja? Verteilen. Dazu brauchen wir Salzkartoffeln, Maismehl und Geduld. Jetzt warten wir hier mal 15 Minuten und gucken, ob es was wird. Petnes. 15. Übrigens helfen alle mit auf der Alm. Auch Slobas Enkeltochter Mariana wird bereits an ihre späteren Aufgaben herangeführt. Als nächstes wird das Kartoffel-Mais-Gemisch gestampft. Und was so einfach klingt, ist echte Knochenarbeit. Jetzt? Ich kann nicht mehr. Genug. Noch nicht genug. Das kommt jetzt in den Topf. Alles? Dann kommen Kaimak und Käse dazu. Kaimak kenne ich ja bereits. Der wird aus dem Rahmen der Milch gezaubert. So soll es. So soll es sein? Und jetzt wird alles zusammengemischt. Es klebt und duftet. Und davon wird man groß und stark. Typisch. Uns schmeckt es. Und sogar die Chefdizza gönnt sich eine kurze Pause. Also dieser Teil des Almlebens gefällt mir schon mal ausgezeichnet. Aber da war ja noch was.
Kühe melken. Oh. Ha, hab ich doch schon 100 Mal gemacht. Und zwar von Hand. Aber das kann natürlich nicht jeder. Der Almchef benötigt technische Hilfsmittel. Da weiß ich, wo meine Hilfe gebraucht wird. Es kommt aber nichts. Warum ging es immer? Ich könnte die Maschine benutzen. Also laufe ich über. Ich fühle mich zwar ein wenig schäbig dabei, aber ich will es mal probieren mit der Maschine. Und es kommt richtig was dabei rum. Wenn das jetzt schief geht, ist die ganze Milch verschüttet. Die Milch wird einmal kurz auf 40 Grad erwärmt und steht dann über Nacht neben dem Herd. Und morgen früh geht das Spiel von vorne los. Milch, Joghurt, Kaimak, Käse. Jeden Tag. Im Sommer kommt sogar doppelt so viel Milch, sagt Slova. Aber selbst im Winter hat sie nie frei. Jeden Tag also gleiche Arbeit. Respekt. Käse, Kaimak, Milch, ja. Fleisch, Kaczamak und so weiter. Und im Winter, Ranko kann Ski langlaufen. Ja. Und die macht und also im Winter auch gleiche Arbeit machen. Oh. Das ist so ungerecht, oder? Aber so ist es halt, sagt sie. Die Tage auf der Alm sind lang und arbeitsreich. Beim Abschied danken Ranko und Slova mir fürs Mithelfen. Sie haben uns diesen Tag schöner gemacht und es freut uns, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir unsere Aufgaben gemeinsam. Ich habe ja nicht so viel gemacht. Ich habe ja nur zugeguckt. Ona isto gledala više nego što je radila. Ne, ich habe nur zugeguckt. Dosta je radila. Aber er hat auch nicht so viel. Er hat auch nicht so viel gemolken. Ona kaže da ona nije, a ni vi najviše radila slovo. Ja, nur mit der Maschine. Ja, i ona smo najviše radili. Smo glavom radili. Er hat mit Kopf gearbeitet. Ach, das ist ja so. Ich bin ja so. Dafür haben wir mit Herz gearbeitet. Wir verlassen mit der Alm Golesch auch das Gebirge von Montenegro. ~120 Kilometer weiter südlich ist ein unaussprechlicher Ort namens Rijeka Crnojevica. Bravo! Julia! Miloš. Schucho hat eine Bootstour organisiert. Ruiz, die Spiegel. Der Fluss Crnojevic meandert in aller Gemütsruhe in Richtung Skutari-See, dem größten See auf dem Balkan. Es ist wie eine Fahrt durchs Paradies.
Chuchu hat sogar für Getränke an Bord gesorgt. Dankeschön. Probier mal. Oh, es ist ein Rotwein. Das ist auch hausgemacht von einer Winzer hier in der Umgebung. Ja. Das ist eine bekannte Weinregion in Montenegro. Ja. Um den Skutari-See. Živeli. Živeli. Was kann jetzt noch kommen? Chuchu, was machen wir morgen? Ah, morgen fahre ich zu meiner Mama. Du und ich? Du fährst auch zu meiner Mama. Und dann? Und dann, also... Gehen wir ihr auf die Nerven? Nee, ich bin ihr Sohn, Lieblingssohn. Wie viele Söhne hat sie denn? Nur eine. Deswegen bin ich ihr Lieblingssohn. Oh, und dann sorgt die Mama für dich? Ja, natürlich. Auch das ist typisch montenegrinisch. Durch den Skutari-See verläuft die Grenze. In dieser Region treffen Orient und Okzident aufeinander. Am anderen Ufer liegt Albanien. Es ist hier sehr trocken. Manche Dörfer haben kein eigenes Trinkwasser. Und trotzdem wächst hier Tabak. Bin ich natürlich neugierig. Die Päckchen gibt's auch gleich hier. Ja. Rauchen verursacht Herzkrankheiten und Herzanschlag. Srdca-Infarkt. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, wenn das hier so... Ja, so ist es. Eine gute Mitteilung. Wollen wir mal gucken, wo die den trocknen? Ich weiß nicht, ob wir das können, aber... Wir versuchen es einfach. Wir versuchen einfach. Siehst du? Ach, da oben. Ja. Ich höre ich doch Stimmen. Aber dann... Überfallen wir also diesen Tabakbauern. Television in Germania. Chuchu spricht Albanisch mit ihm. Es ist ihm peinlich, dass wir hier so unangemeldet reinschneiden. Also er wird uns bringen, wie das aussieht. Ja. Oh ja, ja. Das ist gut. Okay. Du hast gesagt Zdravo und ich habe gesagt Medita. Das ist auf Albanisch guten Tag. Medita. Ja. Aha. Auf Albanisch guten Tag. Und dann habe ich also gleich auf Albanisch gewechselt. Das ist doch gut. Jetzt bist du Albaner, jetzt kannst du ja, damit ja, ja. Jetzt besser. Also stehen die Zeichen gut. Die könnten also wahrscheinlich also noch ein bisschen also montenegrinisch, mhm. Also nicht so fließend. Denn es ist, geht um zwei verschiedene Sprachen. Aber gut, dass ich dich dabei habe. Das ist jetzt fertiger Tabak. Fertiger Tabak. Nicht, dass ich... Oh. Oh. Riecht das? Mm, das riecht gut, das riecht so ein bisschen wie Pfeifentabak, das riecht sehr lecker. Ja, ja. Nur Pfeifen oder ja. Wird gerollt? Ja. Also ich bin ja totaler Nichtraucher, aber der riecht echt lecker. Ja, ja, du kriegst nur ein paar Zigarre, ein paar Ehren Rami. Ach, gehen wir erst mal gucken, wo der herkommt. Der nette Besitzer zeigt uns, wo er die Blätter trocknet. Ja, ja. Und dann werden sie so. Das dauert mehrere Wochen. Viele Familien in Ostros und Umgebung haben Tabakfelder. Die meisten machen das nur nebenher. Professionierter. Er hat also auch andere also Job, mhm. Aber das ist also eine Tradition. Eine Tradition, eine Familientradition. Mhm. Tradition familiär. Familiarisch. Aus dem Trockenzelt zieht ein magischer Duft und lockt mich nach drinnen. Also was bei Tabak charakteristisch ist, man benutzt keine ergänzenden Zutaten. Mhm. Also das, nur Tabak. Nur Tabak und es ist alles also so ein Naturprozess. Naturprozess? Damit hat er mich. Ich würde es gerne mal probieren. Aha, ich habe schon probiert. Ich habe schon probiert, mit mir zu haben. Also ich rauche auch nicht, aber ich würde jetzt wirklich gerne wissen, ja, wie das... Aber er raucht nicht. Also, er raucht nicht. Ja, ich auch nicht. Aber er hat erst nach 35 Jahren aufgehört. Eine? Jedno? Also gut, eine. Die Kinder schauen jetzt bitte mal weg.
Und dann muss man das einatmen? Ja. Das passiert, wenn man raucht. In Montenegro. Also, ja? Rauchen ist ungesund, sind wir uns einig. Ja. Aber sein Tabak ist wirklich gut. Von erster Idee schon, weil es ist Duhanimi. Schütze, möchtest du auch mal? Nein. Ach komm. Nein. Ach komm, ich habe auch möchte ich nicht, also das habe ich nie. Also bitte. Jetzt bist du anständiger als ich. Das ist meine letzte. Ich schwör's. Dankeschön. Okay. Alles Gute und nicht rauchen. Mas me pido Duhani. Da probuj. Ob er das schafft? Šuče kommt aus der Stadt Ulcin. Die liegt in der südlichsten Ecke Montenegros und gehörte mal zu Venedig, aber auch zeitweise zum Osmanischen Reich. Seine Eltern wohnen heute noch hier und auch er verbringt den ganzen Sommer mit seiner Frau und seinen Kindern in Ulcin, wenn er nicht gerade Touristen durchs Land führt. Seine Eltern vermieten auch Zimmer. Jetzt bin ich auf die Mama gespannt. Julia, wie geht's? Oh gut. Julia. Das ist Šučos Frau. Und das sein Vater. Der ältere Sohn und das Nesthäkchen. Und von meinem Balkon aus kann ich den Sonnenuntergang sehen. Šuče erzählt, dass in seiner Heimatstadt viele verschiedene Volksgruppen leben. Also es ist eine sehr multikulturelle Stadt und diese Stadt zeigt auch, wie Montenegro ist in verschiedenen Sinnen. Und zwar also Muslime, Christen, orthodoxe, römisch-katholische, verschiedene Volksgruppen, Albaner, Serben, Montenegriner, alle leben hier in dieser Stadt. Was die Montenegriner eint, sie sind Genießer. Sie essen gern und kochen gut. Und weil die meisten von ihnen nicht besonders reich sind, nehmen sie das, was vor ihrer Nase wächst. Und was sie selber angebaut oder weiterverarbeitet haben, verkaufen sie auf dem Markt. An jedem Stand gibt es Kostproben. Das ist roh. Ein paar mehr Tage, ja. Aber sie sind nicht gut. Die hier sind frisch. Die sind vom gestern Abend. Hast du die gepflückt? Ja. Ja? Nicht viel, ein bisschen. Hier bringe ich nur ein bisschen für reklamieren. Nicht Werbung. Marketing, ja. Reklamieren. Viele Leute hier sprechen Deutsch, weil sie während des Balkankriegs oder danach für eine Weile in Deutschland gelebt haben. Aber später sind sie zurückgekehrt. 800. Oh, was hat er denn da? Bitte. Rittenschnaps. Bitte. Wie viel Prozent hat er? 45. 45%? Ja. Nein, das ist stark, aber modest ein bisschen, nicht sehr, sehr stark. Ja, und es ist bestimmt gesund, Medizin, oder? Medizin, das ist das beste Medizin. Wenn man einen schlechten Tag hat, das ist das beste Medizin. Ich halte mich lieber an die Oliven. Angeblich hat jede Familie ihre eigenen Olivenbäume. In Valdanos ist ein ganzer Olivenwald. Hier werden 85.000 uralte Ölbäume seit Jahrhunderten von der Sonne geküsst. Wir besuchen einen der Olivenbauer. Natürlich unangemeldet.
Hallo. Fatmir Sadiku zieht sich schnell was über. Good morning, Julia. Und dann erzählt er uns, dass er sich strikt an die alten Anbautraditionen seiner Vorfahren hält. Nach denen muss man die Bäume zum Beispiel so schneiden, dass das Sonnenlicht von oben in den Stamm fallen kann. Hat er gemacht, hat sich ausgezahlt. Der Baum hier ist 1000 Jahre alt. Ja, jetzt nach 1000 Jahren, dieser Baum hat mehr Früchte als Blätter. Fatmir zeigt mir auch, wie man feststellt, ob die Oliven schon soweit sind. Dafür schneidet man sie, zur Not mit den Zähnen, quer an der Mittellinie auf. Wenn sich jetzt die Hälften leicht vom Kern lösen lassen, dann sind sie reif. Und so testet man das Aroma. Fatmir sagt, Oliven sind das Gegenteil von Wein. Der wird ja besser mit der Zeit. Oliven dagegen sind ganz frisch am allerbesten. Dann haben sie nämlich minimale Fettsäuren und ganz viele Antioxidantien. Deshalb fallen seine Oliven gar nicht erst auf den Boden, sondern werden von Hand gepflückt und sofort zur Ölpresse getragen. In seiner Manufaktur dürfen wir Fatmirs natives Olivenöl extra kosten. Es kratzt ein bisschen im Hals, aber das soll so, sagt Fatmir. Denn daran, so weiß ich nun, erkennt man die hervorragende Qualität. Chucho trumpft weiter auf. In einer stillgelegten Saline soll es außer 200 Vogelarten auch Flamingos geben. Ist klar. Ich werd verrückt. Boah, das sieht aus wie in Florida. Das ist schon Albanien dort. Da hinten ist alles Albanien. Da ist das, diese Gebirge dort, also dieses Gebirge Albanien schon. Da kommst du her? Ich bin in Montenegro geboren. Also nicht so deshalb. Also ich bin hier geboren. Und du erklärst dich als Albaner? Ja, ich erkläre mich als Albaner, aber ich habe nie in Albanien gewohnt. Jetzt habe ich das also kapiert. In der Mündung der Bojana liegt eine dreieckige Insel, die Ada Bojana. Zwei Seiten liegen am Fluss, eine Seite an der Adria. Die Ada Bojana ist der östlichste Punkt Montenegros und war früher der östlichste Punkt des Abendlandes. Hier geht meine Reise nun zu Ende. In den letzten Wochen habe ich viele freundliche Montenegriner ins Herz geschlossen. Meine Serben im Durmitor-Gebirge, meinen lustigen Bosniaken im Prokletje-Nationalpark, den bosnischen Imam in Gusinje. Christen, Muslime, Albaner, Frauen, Männer. Menschen, die hier gemeinsam leben und von deren Toleranz sich so mancher eine Scheibe abschneiden könnte. Ich mag den Vielvölkergeist der Leute in Montenegro. Sie erklären sich unterschiedlichen Volksgruppen zugehörig, haben dann auch noch andere Religionen, aber irgendwie kommen sie trotzdem miteinander klar. Dazu die Berge, die Schluchten, die Seen und das Meer. Also für mich ist Montenegro ein kleines Wunderland. Und dieses Wunderland verlassen mein Team und ich jetzt wieder. Mir hat's gefallen in deinem Land. War ein schönes Land. Euch? Ist ein schönes Land. Sehr schönes Land. Ja, auf jeden Fall. Und du? Krass. 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 Krasse Reise, krasse Leute, krasse Natur. Danke, Montenegro.